Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos und heute besichtigen wir nochmal einen Zoo, den wir schon mal besichtigt haben, nämlich den Heile Welt Dorfzoo von Heike. Heike hat natürlich auch noch eine kleine E-Mail dazu geschrieben, der Stand ist übrigens der 28.12.2019 für die, die noch einen Zoo eingesendet haben und die Heike schreibt: Lieber Dandy, ich hatte dir meinen Zoo bereits einmal geschickt, nun habe ich noch ein paar Erweiterungen hinzugefügt, die ich dir sehr gerne zeigen möchte. Also hier das Update. Zu meinem Zoo. Alles ist von mir selber gebaut, mit Ausnahme der zwei Zirkuswagen im Straußengehege. Die sind aus dem Workshop, der Rest ist von mir. Mein Zoo ist ein wenig anders. Es ist eigentlich ein Dorf. Ich habe Tiere in Gehegen kombiniert, die eigentlich nicht zusammengehören. Für mich ist das Schönbauen im Vordergrund. Ich habe für dich, wie gewünscht, die Besucherzahl auf 500 begrenzt, was mir selber beim Spielen inzwischen auch sehr gut gefällt. Eine meiner freundlichen Mitarbeiterinnen erwartet dich bereits am Eingang. Du kannst also direkt eintreten. Ach ja, die Pausetaste liegt bei mir auf der Leertaste. Ich weiß nicht, ob das beim Speichern übernommen wird. So, nun wünsche ich dir viel Freude beim Spaziergang durch meinen Zoo. Ich bin auf deine Meinung sehr gespannt. Lieben Gruß von Heike aus dem Wald. PS, vergiss die Badehose nicht, falls du mit den Okapis im Pool schwimmen möchtest. Und denke daran, dass auch dein Wohnhaus irgendwo im Dorf steht. Ja, lieber Heike, vielen Dank fürs Einsenden von deinem Zoo. Ich hatte es beim letzten Mal so ein bisschen verpeilt, weil du von einer anderen E-Mail-Adresse das Update eingeschickt hast. Deswegen hatte ich deine alte Version besichtigt. Aber jetzt werden wir deine aktuelle Version von deinem Heile Welt Dorfzoo besichtigen. Und ich hoffe, wir werden eine Menge Spaß haben. Und da sind wir auch schon im Heile Welt Dorfzoo angekommen. Wir waren ja schon mal hier und es war sehr, sehr schön. Ich freue mich auch schon wieder auf den Besuch. Ja, die FPS sind sogar ein bisschen weniger geworden. Ich habe jetzt gerade so um die 23, 24. Sollte aber noch reichen zum Besichtigen. Ansonsten können wir auch, das machen wir am besten. Vielleicht kriegen wir dann noch ein bisschen bessere FPS. Wir schließen den Zoo einfach. Dann gehen zwar jetzt die letzten Gäste auch noch, aber das macht ja rein gar nichts. Aber dann werden gleich die FPS noch besser. Hinweis für Dandy. Wasserfälle plus Zirkuswagen aus dem Workshop. Rest ist selbst gebaut. Ah, gut zu wissen. Okay. Dann schauen wir gleich mal. Mit den Zirkuswagen hast du ja schon geschrieben und ich würde sagen, wir treten jetzt direkt ein. Oh, schöne Musik. Wie er rennt. Der ist richtig eilig. Oh, das Lagerfeuer ist neu. Versuche natürlich alle Sachen zu erkennen, die neu sind. Wir waren ja schon mal hier. Die Hängematte glaube ich auch, ich weiß es aber nicht. Bin gleich mal gespannt, ob sich mein Haus noch verändert hat. Hier waren wir ja soweit auch schon, nur für Mitarbeiter. Ich glaube, das hat sich soweit auch nicht geändert, hier die ganzen Sachen. Das war das Shopping Center, da gehen wir auch nochmal ganz schnell rein. Das hat sich aber, glaube ich, auch nicht geändert. Wollen uns natürlich ein bisschen beeilen, weil wir wollen da die Neuerung sehen. Wir gehen mal als erstes, also die Musik ist, glaube ich, auf jeden Fall neu. Wir gehen mal als erstes hier rechts lang. Ich glaube, hier hat sich auch so ein bisschen was geändert. Das war, oder war das vorher auch schon so ausgeschmückt? Ach doch, war es sogar. Hier war es nur so ein bisschen kahl auf der Seite. War leider immer noch der Fall. Dann haben wir hier die Straußen, Okapis und Zebras. Da waren wir auch schon drin. Da ist noch das Mitarbeiterhaus. Und hier haben wir das erste Mal, glaube ich, einen Strauß gesehen. Einen Strauß, einen V gesehen, der sein Gefieder aufmacht. Das war doch hier in dem Zoo, ne? Bin mir ziemlich sicher. Hier ist nämlich dieser wunderschöne Pool. Da war es auch gerade schon wieder. Die scheinen hier sehr glücklich zu sein, die Pfauen. Oh, wie es da reingesprungen ist. Richtig cool. Ich will auch in den Pool. Ich kann nicht springen. Schade. Gehen wir mal rein in den Pool. Schwimmen mal mit dem Okapi. Badehose ist auf jeden Fall am Start. Voll die coole Idee mit so einem Pool. Im Garten. Ja, ist schon schön hier. Aber das haben wir ja schon beim letzten Mal gesehen. Falls ihr es nochmal ein bisschen genauer sehen wollt, schaut euch das erste Video an. Das findet ihr auch auf meinem Kanal. Aber hier hat sich auch was geändert. Ja, das ist jetzt, glaube ich, neu. Diese ganzen Gebäude waren hier vorher, glaube ich, gar nicht. Ich glaube schon. Varis und Katas. Oh, die waren vorher auch woanders, glaube ich. Hier hast du anscheinend nochmal umplatziert. Die haben jetzt hier nochmal so ein grünes Glashaus. Mit einem begehbaren Gehege. Coole Idee. Jetzt hier kann man reingehen. Hier chillen dann die Varis und Kappe.
Katas meine ich natürlich. So ein bisschen. Ja, das ist schon schön. Welche gerade irgendwelche. Da. Muss ich doch. Erstmal befreien. Komm, hol sie raus. Perfekt. Oh, wie süß. Wie die hier alle rumsitzen. Das ist ja witzig. Darum hast du auch noch voll viel Dekokram und so hin gemacht. Ganz viele Vasen. Und oh Gott, Feuer. Oha. Nicht, dass sich da die Äffchen dran verbrennen. Und hier geht's dann wieder raus. Ah, da sind die Zirkuswagen, glaube ich. Cool, die sind ja nice. Da sind ja sogar Straußen drin. Können die da rausgehen? Oder ist der zu? Ne, die können da raus, ne? Ah, wie cool. Das ist einfach so ein Unterstand. Das ist ja nice. Schaut mal. Hier können die dann schlafen. Die sind cool, die Zirkuswagen. Ja, richtig coole Idee. So, was haben wir denn hier noch? Hier sind noch Häuser. Ich glaube, ich guck mal lieber von vorne, bevor wir jetzt hier wichtige Häuser übersehen. Hier haben wir den Biohof Albers. Okay. Der ist auch neu. Okay, hier sind Mitarbeitergebäude drin. Hier kann man noch sitzen. Das ist sogar mit dem Arktik-DLC gemacht, ja. Der Boden und die Geländer und sowas. Und hier ist der Hofladen. Ach, wie schön. Geöffnet. Straußeneier und Obst gibt's hier. Hier ist das Obst. Ah, das sind die Straußeneier. Wie cool. Coole Idee. Ja, richtig cool gemacht. Und deswegen sind hinten auch die Straußen dann zu sehen. Genau, hier sind dann die ganzen Straußen, von denen die Eier kommen. Die haben dann hier ein wunderschönes Gehege. Hier ist auch nochmal so ein schöner Zirkuswagen. Oh, wie cool. Und da können die dann drin schlafen, die Straußen. Eine sehr coole Idee. Wirklich. Bin ich hier fast hochgebackt. Nee, das ist aber sehr schön. Finde ich cool. Das ist eine tolle Idee. Habe ich so noch nie gesehen. Sozusagen so eine kleine Straußenzucht, wo dann die Eier verkauft werden. Hat schon mal jemand von euch ein Straußenei gegessen? Mich mal interessieren. Ja, bestimmt riesig, die Straußeneier. Das haben wir, glaube ich, schon gesehen. Ich glaube, hier auf der rechten Seite ist auch eher interessant für uns. Das hier ist, glaube ich, auch neu, oder? Nee, ich glaube, das hatten wir schon mal. An so eine Garage kann ich mich erinnern. Aber kann auch sein, dass die neu ist. Hier ist dann nochmal so ein kleiner, schöner Vorhof. Hier geht es dann rein. Gut, die Tür ist jetzt ein bisschen im Boden, aber das sieht man ja kaum. Weil da sowieso nochmal so ein kleiner Vorbau ist. Okay, das oben ist die Kirche wieder. Die haben wir auch schon mal gesehen. Finde ich auch sehr schön, ne? Die Kirche da so erhöht steht. Und hier vor sind so Felder. Oh, da ist auch noch wieder was Neues. Hier ist Reptilien Schröder. Oh, interessant. Da gehen wir doch auch mal rein. Reptilien, Futter, Beratung, Zubehör, Mitarbeiter gesucht. Verkauf nur an Volljährige. Aha. Auch mit einem schönen Glasdach und dann ganz viele Vivarien. Boa Constrictor. Oh, wir können gleich mal was ausprobieren, Leute. Das habe ich jetzt so noch nämlich gar nicht ausprobiert. Wo ist sie denn? Steckst du dich schon wieder? Immer das Gleiche mit diesen Vivarientieren. Müssen wir eben schauen, wo sie ist. Ach, da oben im Baum hängt sie. Jetzt eigentlich mal was ausprobieren. Gibt's mir mal diesen neuen Cheatcode. Maggie B. Geht das? Ist das jetzt geklappt? Ist sie jetzt größer geworden? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Gute Frage. Probieren wir beim nächsten Tier auch nochmal aus. Hier haben wir eine gelbe Anaconda. Da vorne sitzt sie. Auch cool. So, probieren wir das mal aus. Mal sehen, ob die dicker wird. Da bin ich ja mal gespannt. Das ist die falsche, die will ich nicht, weil hier sind zwei drin. Wollte eigentlich die hier haben. Die nennen wir jetzt auch nochmal um. Kann das auch nicht. Ne, die wird nicht. Okay, das scheint bei Vivarientieren leider nicht zu klappen.
Schade. Hier ist die nächste Schlange. Das ist die Texas-Klapperschlange, glaube ich. Da oben ist sie. Och, fies, ne? Oh Gott. Und die nächste Schlange. Und das, ist das die Puffotter? Ne, östliche Braunschlange. Auch zwei Stück von. Versteckt sie sich? Da ist sie. Die ist ganz schön groß. Die habe ich erst sehr, sehr selten gesehen in euren Zoos. Und hier haben wir... Das ist die Puffotter? Ich habe auch gar keine Ahnung, wie viele Schlangen es gibt bei Planet Zoo. Scheint ziemlich viele. Ne, Todesotter. Die habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Und. Klingt ja fies, der Name. Aber die sieht gar nicht so fies aus, wenn ich ehrlich bin. Hier ist sogar auch noch eine. Versteckt. Okay, weiter geht's. Ah, guck mal hier. Gila Krustenechse war das, glaube ich, ne? Oh, ich bin so gut. Was haben wir hier? Goliath Frosch. Einen fetten Frosch hier wieder. Mal rein ins Vivarium, ich will mal sehen. Da ist er. Okay, hier haben wir das nächste Tier. Oh, schon wieder eine Schlange. Wie ist das jetzt? Das ist die Puffotter. Ah, okay. 5 Stück sind hier drin. Oha. Okay, die finden wir ja wohl auch so, wenn hier 5 Stück drin sind. Da ist schon die erste. Die sieht schon wieder viel fieser aus als die Todesotter. Aber ist wahrscheinlich nicht so tödlich wie die Todesotter. Zumindest klingt der Name nicht so krass. Aber die sind hier überall. So, hier haben wir den grünen Leguan. Den werden wir wohl auch sehen. Wo ist der? Da. Ganz in der Ecke versteckt er sich. Da ist er. Der Schlingel. Und hier haben wir den Insel-Leguan, glaube ich. Den grünen Insel-Leguan. Genau. Mittlerweile kenne ich den Unterschied. Das ist nämlich gar kein Albino. Die sehen so aus, die Insel-Leguane. Auch sehr cooles Tier, ne? Definitiv. Das war jetzt das... Reptilien-Schröder-Haus. So, hier geht's dann mal schön zu der tollen Kirche hier. Kann man auch nochmal außen rum und sowas laufen. Nochmal ein paar Bänke. Das haben wir beim letzten Mal auch schon gemacht, ne? Ja, ich glaube schon. Blitzen wir mal weiter. Hier irgendwo müsste auch mein Haus sein. Hier sind auch Schilder, wie cool. Schildkröten und Erdferkel haben wir, glaube ich, auch noch nie gesehen. Kirche. Bürgermeister Dandy, hier ist mein Haus. Oh, das hat sich das noch geändert? Ich glaube schon, oder? Bin mir gerade aber nicht sicher. Können wir mittlerweile rein? Da, lass es dir schmecken. Oh, wie nett. Ein paar Getränke, bisschen Obst und einen schönen Stuhl für mich. Und sogar... ein paar schöne Blumen, die ich sehr gerne mag. Oh, das ist sehr nett. Dankeschön, Heike. Vielen Dank. Da freue ich mich. So, ich hoffe, wir haben hier nichts übersehen. Das hier ist, glaube ich, auch neu, oder? Haltestelle? Ich habe leider immer so ein schlechtes Gedächtnis. Genau, hier waren, glaube ich, die Flamingos und Ganges Gaviale gemischt. Immer noch der Fall? Ich weiß es nicht. Nee, anscheinend nicht. Ja, doch. Okay, da sind sie halt wirklich noch. Schwimmt einfach so ein Krokodil neben den Flamingos. Finde ich ja auch cool. So, hier ist auch nochmal so ein kleines Auto. Hier sind dann noch ganz viele Gebäude, aber ich glaube, die waren beim letzten Mal schon da. Kann sein, dass da so die ein oder anderen Details dazu gekommen sind. Nur für Mitarbeiter. Oh, hier sind ganz viele Schilder. Bauernhof, Straußenfarm, Reptilien, Schröder, Toiletten, Ausgang, Schildkröten, Erdferkel, Restaurant, Affeninsel. Oh, es gibt ganz schön viel Neues. Gehen wir zu den Toiletten als erstes. Die haben wir beim letzten Mal aber, glaube ich, auch noch gesehen. Ja, doch, die haben wir auch gesehen. Ein kleines Toilettenhaus. Hier vorne waren doch
Genau, Warzenschweine und Nilwarane. Das hat sich soweit auch nicht geändert. Kann man hier eigentlich rein in das Gehege? Ach nee. Weil hier halt so eine Sitzbank ist, dachte ich, es gibt hier vielleicht so einen Weg in das Gehege rein, dass das begehbar wäre. Das wäre cool. Okay, egal, wir gehen mal weiter. Oh, das mit den Hecken hier ist ja interessant. Das habe ich so auch noch nie gesehen. So abgerundet. Sieht aber cool aus. Wir gehen mal einfach hier den Weg erstmal gerade bis zum Ende und dann schauen wir mal. Was ist los? Haben die? Hä? Alles in Ordnung? Ach so. Die hatten Panik, weil sie Pause haben oder was? Wie bescheuert. Okay. Never mind. Wir sind hier aber, glaube ich, auch in einem neuen Bereich gelandet. Das ist hier alles Mitarbeiterkrams. Oh, wir kommen lieber von vorne. Ich habe mich jetzt hier leider ablenken lassen von den Mitarbeitern. Weil die Panik geschoben haben. Das Haus haben wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesehen. Ja, ich glaube schon. Oh, okay. Hier hat sich auch einiges geändert. Hier waren nämlich letztes Mal, glaube ich, die Varis und die Katas mit so einem großen Glashaus. Und jetzt ist das Ganze auf jeden Fall viel schöner geworden. Ich finde das richtig cool mit diesen abgerundeten Glasgeländern. Und dann in Rot, das sieht echt interessant aus. Mega cooles Gehege. Man kann hier anscheinend auch sogar reinlaufen. Ach, wie schön, okay. Ein begehbares Gehege mit Erdferkeln und Schildkröten. Hier ist es. Aldabra, Riesenschildkröte, okay. Sind das auch verschiedene? Nee, nur Männchen und Weibchen. Aber cool, habe ich auch so noch nie gesehen, dass man diese Tiere besichtigen kann. Und auch alles hier in Rot eingefärbt. Ich wusste gar nicht, dass man diese Sachen alle einfärben kann. Cool. Ach, wie schön. Und dann ist hier nochmal so ein kleines Glashaus. Da kommen dann die Mitarbeiter rein. Oh, wie süß. Kleine Schildkröte. Ja, gefällt mir. Hat sich toll geändert. Ich finde die Idee sehr cool mit diesen abgerundeten Glasbarrieren. Echt nice aus. Dann hier die schönen Sternchen hier zur Beleuchtung. Hier sind nochmal so ein paar Sitzmöglichkeiten für die Gäste. Oh, jetzt habe ich gerade einen Freeze. Hallo? Ah, es geht weiter. I'm sorry. So, Erfrischungen gibt es hier noch ein paar. Ich glaube, das war beim letzten Mal auch schon. Und, oh, Affeninsel Bootsfahrt. Die ist auch neu. Was haben wir denn hier noch? Hier geht es noch nach links. Oh, ist ganz schön viel Neues dazu gekommen, glaube ich. Wir gehen mal hier rein und fahren mal mit der Bootstour. Oh Gott, kriegen wir das noch schnell hin hier? Ja, tatsächlich. Perfekt. Fahren nämlich jetzt gerade los. Hier ist das Bootshaus. Und wir fahren jetzt einmal hier die Bootstour. Guck mal, hier links sind über so Liegestühle und sowas. Und dann sitzt da einfach so ein Gorilla. Da sitzt ein Gorilla. Cool ist das denn? Kannst du hier chillen, setzt sich so ein Gorilla neben dich. Wobei die ja, glaube ich, ziemlich gefährlich sind. Okay. Wasserfälle hast du aus dem Workshop, glaube ich. Aber die sehen sehr cool aus. Kann auch sein, dass du sie selbst gebaut hast. Aber ich glaube, du hast geschrieben, die sind aus dem Workshop. Sehen aber auch echt gut aus. Von der Felsarbeit, von den Düsen her. Sehr schön. Da kommt schon richtig Tropenfeeling rüber. Cool, ey. Hier sind auch so Zelte, Boote. Ich glaube, das gucke ich mir nachher alles nochmal von oben ein bisschen an. Weil aus dem Boot sieht man jetzt gar nicht alles. Weil zur Linken ist auch eigentlich das Affengehege. Ist aber gar nicht, wo ich gerade hingucken soll. Ja, wirklich schöne Wasserfälle. Ja, hier sprudelt leider das Wasser so ein bisschen rüber. Aber ja, das bleibt manchmal teilweise nicht aus. Jetzt siehst du das da. Ja, finde ich gar nicht so schlimm. Boah, sieht aber heftig aus. Weit man rauszoomen kann, ist ja cool. Das sieht schon echt schön hier aus, diese ganze Landschaft. Und in der Mitte ist eigentlich das Affengehege. Aber ich glaube, so viel von den Affen habe ich gar nicht verpasst. Weil es ist, glaube ich, relativ schwer, da oben hochzugucken. Werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal so sehen. Unsere Rechten sind auch noch so ein paar
schöne Details. So eine Insel mit Zelten, Bänken. Das ist auch Tiere. Das sind Leistenkrokodile, glaube ich. Wie cool. Also hier will ich aber dann auch nicht sitzen, wenn hier auf einmal so ein fettes Leistenkrokodil rumläuft. Können die Besucher da wirklich hin? Nee, ne? Das ist, glaube ich, nur so eine Brücke. Das wäre auch ganz schön gruselig. So, wir haben die Bootsfahrt abgeschlossen. Das war ja sehr schön. Aber jetzt gehen wir mal hier vorne rüber. Brauchen wir eben wieder einen Mitarbeiter. So. Oh, hier kann man auch noch sitzen. In der Ecke. Schön unter dem großen Baum. Auch nicht schlecht. So, jetzt gehen wir mal rüber auf die Affeninsel. Oh, die Kamera backt hier so ein bisschen rum. Aber das macht ja rein gar nichts. Hier gibt es nochmal so ein paar Essensläden, ein paar Bänke. Toiletten. Und hier auch nochmal die Äffchenschilder. Da fragt mich nicht, welche das jetzt alles sind. Mandrills. Bonobos. Schimpansen. Und Flachlandgorilla. Okay, man kann sie doch alle erkennen. Und da sind sie jetzt am Chillen. Jetzt müsste man sie hier nur unterscheiden können. Das ist, glaube ich, ein Gorilla. Ja, das ist auch ein Gorilla. Ja. Oh, wer kommt da denn? Das ist ein Bonobo. Das ist ein Schimpanse hier. Oh, ich bin so gut. Aber jetzt sieht man auch noch im Hintergrund die ganzen Wasserfälle. Sieht schon cool aus. Das ist ein Mandrill-Baby. Ach, wie schön. Ein kleiner Sandkasten. Und eine Rutsche. Cool. Kann man da denn jetzt wirklich rein? Nee, ne? Nee, das wäre auch zu gefährlich. Wir gehen trotzdem mal rein und gucken mal. Oha, ey. Sieht schon echt schön aus. Da waren noch Stühle, genau. So, schreibt mal in die Kommentare, wer würde sich hier auf diesen Stuhl setzen? Schreibt's mal rein. Ich würde es nicht tun. Vor allem nicht, wenn er hier hinter mir steht, der Silberrücken. Oh Gott, ey. Ganz schön gefährlich. So, ich versuche mal wieder hier hochzukommen. Perfekt. Und gehe mal zurück. Ich glaube, wir müssen nämlich nicht jetzt noch nach rechts gehen. Da war auch beim letzten Mal, glaube ich, schon so ein Arktis-Bereich angefangen. Wenn mich nicht alles täuscht. Und den können wir jetzt hoffentlich gleich weiter besichtigen. Hier ist auch noch irgendein Haus. Ah, das haben wir, glaube ich, schon beim letzten Mal gesehen, das Haus. Ich sag mal nur mal so ein bisschen Verpflegung und sowas. Geldautomat. Oh, guck mal hier im Arktis-Style. Ein Shop. Überall schöne Musik. Ah, hier kann man dann nochmal gucken. Das ist der Blick auf das Leistenkrokodilgehege, so wie es aussieht. Ist übrigens nur eine Mitarbeiterbrücke, glaube ich. Aber sieht auch sehr interessant aus. Wäre auch gruselig, wenn da wirklich Gäste reingehen können, weil da lungern schon die Krokodile. Da seht ihr es? Hat man fast gar nicht erkennen können. Oder der Unterwasserschild. Die ziehen einen so runter und dann ist vorbei, ja. Aber coole Idee mit der Insel. Aber ich würde mich da nicht hinsetzen, wenn da die Leistenkrokodile sind. Da würde ich eher zu den Gorillas gehen, als zu den Krokodilen. So. Spielplatz. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Können wir nochmal in die Warzenschwein-Bereiche und so gucken. Und hier geht's ins Iceland. Juhu. Genau das meinte ich. Ich glaube, das ist auch der letzte Bereich, wo wir hin müssen, oder? Vielleicht ist da vorne auch noch was. Müssen wir auch nachher mal schauen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal in das Iceland rein. Was backt das denn jetzt hier so? Seltsam. Ich habe beim letzten Mal auch den Schnee, glaube ich, angemacht. Aber lassen wir jetzt einfach mal, weil du hast ja sowieso alles gut gekühlt. So, hier ist das erste Gehege. Was ist denn hier los mit der Grafik?
Sorry dafür, Leute. Ich weiß nicht, was das ist. So, hier sind Rentiere oder Rentiere. Rudolf. Voll schön. Und dann hier diese schöne Scheune, könnte man es ja fast nennen, ne? Mit den Eiszapfen und alles sieht schon echt cool aus vom Design. Hier haben die dann ihren Unterstand und können hier sich so ein bisschen ausruhen. Ist schon cool gemacht. Das haben wir beim letzten Mal auch schon gesehen. So. Hier ging es dann weiter. Auch nochmal so ein bisschen Deko. Die neuen Wege und sowas aus dem Arctic-DLC. Ein Tannenbaum. Das ist alles aus dem Arctic-DLC hier. Voll cool. Das habe ich ja bis jetzt auch sehr selten erst gesehen. Aber ich glaube, wir werden jetzt noch häufiger Arctic-Zoos sehen, weil jetzt geht ja ungefähr die Zeit los vom Stand her. Ich glaube, wir waren beim 28.12., wo das Arctic-DLC so ein bisschen draußen war und ihr das schon so ein bisschen zocken konntet. Also ich denke mal, die nächsten Zoos werden häufiger Elemente aus dem Arctic-DLC verwenden. Jetzt hier aber schon einiges geändert. Hier ist auch irgendeine Tour oder sowas. Ah, schau mal. Eine Icelands Boats Tour. Die fahren wir natürlich auch, ne? Selbstverständlich. So, machen wir das mal. Testen. Go, jawohl. Okay, es geht los. Testfahrt für uns. Bin ich ja mal gespannt. Oha. Kamera ist wieder am Start. Das sieht aber hier, da musst du, glaube ich, nochmal ein bisschen abstützen hier mit der Brücke. Ich glaube, das ist ein bisschen unrealistisch von den Pfeilern her. Ich glaube, das würde so nicht funktionieren. Sind auf jeden Fall schon mal Gehege. Oh, da sind Tiere gefangen. Oh nein, die kann ich jetzt gar nicht befreien. Ja, das backt hier aber voll rum bei mir. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Oh, hier scheint es auch noch sehr unfertig zu sein alles. Sieht noch sehr kahl aus hier. Ich glaube, die Bootstour sparen wir uns mal. Ich glaube, hier bist du noch nicht so weit gekommen. Das sieht hier alles noch sehr kahl aus. Gucken wir uns das Ganze von oben an. Dann kommen wir auch nicht durcheinander. So, erstmal befreien wir jetzt die Tiere. Oh, das sind Polarwölfe. Oh, wie cool. Die entspannen sich hier auch alle. Mit Eisbären gepaart. Okay, auch nicht schlecht. Aber hast du ja in die E-Mail geschrieben, dass du Tiere gemischt hast. Der Grafikfehler. Ich stelle mal das Wetter auf Schnee. Wer hilft das ja? Machen wir mal Schnee. Gucken uns das mal im Schnee an hier. Bis jetzt backt es hier leider immer noch rum. Das war hier vorher komplett anders, ne? Vorher war hier, glaube ich, das Eisbärengehege. Das war aber auch teilweise echt cool, das Eisbärengehege. Es war oben mit dieser Glasscheibe, wo die dann rüberlaufen können. Hier kann man auf jeden Fall außen rumlaufen. Hier in der Mitte haben wir dann nochmal so eine kleine Insel. Da steht auch gerade ein Eisbärenbaby. Oh, was ist das denn hier? Hier ist noch irgendwie Land oder sowas. Hier ist ein kaputtes Wikingerschiff. Auch sehr cool. Bringt der Schnee was, dass die Grafikfehler weggehen? Nö. Da kann ich ihn auch wieder ausmachen. Hier ist auch noch ein Iglu. Cool. Hier hinten ist auch noch irgendwas. Schau mal, so eine kleine Deko-Insel. Auch mit den Arktik-Sachen. So ein schöner Steg, paar Boote und ein paar Häuschen. Ich finde ja diese Arktik-Style-Sachen richtig schön, ne? Guckt euch das mal an, wie viel Details hier drin sind. Ich kann mir vorstellen, dass es das ein fertiges Haus ist, was von Planet Zoo vorgegeben ist. Kann auch sein, dass du es selbst gebaut hast. Falls ja, Respekt, sieht sehr cool aus. So. Ja, ich liebe diese Arktik-Style-Sachen, sind echt nice. Sehen einfach wunderschön aus. Ja, das Gehege hier bist du, glaube ich, noch nicht ganz fertig geworden. Das sieht zumindest so aus. Was hatten wir noch übersehen? Das war die Bootstour hier. Die Iceland Bootstour. Das ist Mitarbeiterkrams. Das haben wir vorhin gesehen. Ach, hier haben wir noch gar nicht reingeguckt, ne? Das hier sind nämlich noch die Dallschafe. Die jumpen hier auch so ein bisschen rum. Auch sehr schön hier mit den Eis- und Schneefelsen.
Wie schlafen sie gerade alle? Ja, cool, das war das Iceland soweit. Ja, das müsste es gewesen sein. Ist noch irgendwie dunkel eingestellt hier? Machen wir wieder ein bisschen heller. So. Und hatten wir hier noch irgendwas verpasst? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen aus dem Update von deinem Heile Welt Dorfzoo. Und ich muss sagen, hat sich echt gut was geändert. Ist echt cool geworden, aber du musst auch aufpassen. Ich glaube, viel größer bauen wird schwierig bei dir, weil du bist jetzt schon bei 25 FPS circa, also zumindest bei mir. Und ja, je größer du baust, je mehr Tiere du einbaust und sowas, desto schlechter wird leider die Performance. Ich glaube, du musst halt bald einen Abschluss finden und mit einem neuen Zoo am besten beginnen. Aber lieber Heike, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, dein heile Welt Dorfzoo zu besuchen. Schreibt immer in die Kommentare, wie ihr den Dorfzoo von Heike fandet. Und falls ihr auch mal was einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Ich würde mich selber ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.